Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der versprochenen zweiten Episode der Staffel 2. Mal schauen, ob es überhaupt eine Staffel wird. Hab die Kommentare von euch noch nicht gesehen, weil ich nehme das gerade direkt nach der ersten Episode auf. Und nach der mache ich jetzt erst den ersten Schluss und warte auf euch. Heutiges Ziel ist, dass wir bis zum Holzfäller kommen und das irgendwie halbwegs schön. Wir machen jetzt mal die Minimap auf. Nein, ich möchte nicht hierhin teleportieren. Ich habe mir überlegt, also ich würde jetzt hier erstmal so noch ein bisschen gerade rausfahren. Mit hier mal eine Weiche irgendwo hinklatschen und dann fahren wir hier mal so langsam rüber, ein bisschen gerade und dann hier so rein. Da könnte man dann eventuell so einen T machen. Und dann hier, da die Verbindung hier so raus hat, mal gucken. Und eventuell machen wir dann hier die Auffahrt hier so. Fahren dann da so rein. Da raus mit dem Zirkel. Oder wir fahren hier gerade von Anfang an durch. Und gehen dann von hinten rauf. So wie ich es dann später bei der ersten Staffel gemacht habe. Weil direkt von vorn reinfahren, das ist ein bisschen doof mit dem ganzen Gefälle, was man da vorne drin hat. Das ist jetzt die Frage. Vorne oder hinten? Vorne oder hinten? So, ja, wenn ich so reinfahre. Ah, ich glaube, wir machen mal ein bisschen den schwierigen Weg. Wir fahren hier so irgendwie rauf, wenn es denn irgendwie geht. Okay. Ich werde mal die Minimap auf einem anderen Monitor offen lassen, damit ich eine Orientierung habe. Hier erstmal wieder gerade weiterbauen. Ah, jetzt habe ich den Kurvenmodus hier natürlich noch drin. So, ich muss das hier auf positiv. Das? Nein, null. Schön. Hier weiter. Wird stehen, wo bin ich jetzt? Ne, ein bisschen will ich noch. Ja, vielleicht so. Okay, also laut Minimap bin ich jetzt hier. Würde ich jetzt hier schon mal eine Weiche machen. Hup. Machen wir hier noch geradeaus weiterfahren und da geht es dann Richtung Holzfäller. Welchen Winkel wert ist. Wir müssen da recht schnell eine Kurve machen. Und hier so das Stückchen gerade. Sieht doof aus, wenn es hier so gerade rausgeht. Und hier die Kurve. So, bitte einmal snappen. Komme ich ja voll auf den Hügel hier schon hin. Wir müssen da weiter nach hinten. Das ist doof. Da ist der Anfang von diesem einen Hügel hier. Das ist schlecht. Okay, die Weiche muss weiter nach hinten. Das steckt ganz so akkurat, die Map, glaube ich. Ja, shit. Kommt davon, weil ich halt wieder das lange Segment gemacht habe. Das heißt, wir könnten. Da haben wir auch noch so einen kleinen Hügel. Ein bisschen weiter nach vorne fahren muss ich. So, bitte nochmal. Wir kennen so einen Hotkey, dass der Radius automatisch gerade wieder auf 0 ist. So, jetzt mal kurz gucken. Da ist der Anfang von einem Hügel. Wir machen es. So, Weiche. Nix. Schön. Stückchen gerade hier. Die Kurve. Und einmal runter.
ist jetzt runter. 100. Es geht. Jetzt einfach mal durch. Jetzt hier schon höher werden. Oh, das geht hier sogar tiefer rein. Jetzt gehe ich mal kurz weiter. Ich will mir das mal kurz geben hier. Und dann hier wieder auf der Höhe von vorhin. Und dann hier gerade so einiges. Boah, ich kann es gar nicht weiterziehen. Spiel, das mal wieder platzieren. Komm, das platziert. Bitte komm, das platzieren. Spiel. Da jetzt soll man da vielleicht eine kleine Brücke machen, wo es dann so hoch wird. Ich würde sagen, so ab hier. Das war jetzt minus 100. Steißbau. Machen wir mal Stein. Dass es einfach geht. Und er hat sich die Einstellung gemerkt. Das ist cool. Hier so. Bis wir hier wieder auf Höhe sind. Ja, so soll man so weiterfahren. Sag mal das mal kurz von der Ausrichtung, Spiel. Schau dann in die Richtung. Ein bisschen noch. Na komm. Ach, Spiel jetzt, bitte. Danke. Ich glaube, so machen wir's. Und platzieren. Ah, wie schön, dass man das jetzt hier gleich mit den Schienen machen kann. Na, könnt ihr euch nachher erinnern, was für ein Hässel das war? Die Schienen hier drauf. So richtig schön zu verlegen. Ah, schön, schön, schön. Okay. Coole Sache. Weiß mich gerade schon nervt. Komm du schon mal hier weg. Und dann fahren wir hier gerade weiter. Gleisbau. Ist hier. Ja, eine Gerade. Also nur zur Orientierung. Wir sind jetzt da. Da hinten. Das Holzfäller. Ich glaube, ich lasse es dann so, dass ihr das immer wieder gut seht. Das ist eigentlich so von der Höhe. Wir sind schon ziemlich hoch, was den Gleisdamm hier betrifft, ne? Und wir haben die Kurve drin, sehe ich gerade. So ist okay. Zum ersten Mal von der Höhe ein bisschen runter. Soll man das machen? So lassen. Nein, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen runter. Gefälle. 2%. Vielleicht ein bisschen mehr. 2%. Machen wir mit 2%, weil dann wird man hier ein bisschen runterkommen. Müssen wir da vorne gerade wieder nach oben fahren. Steigung ändern mit... Ach, geht's wieder nach oben. Warte. Geht's wieder nach oben. 20
sich jetzt nicht wirklich rentiert. Zwei wieder nach oben. Ja, ob sich das rechnen wird, dass wir so weit unten sind. Zu nah am Boden hier sein. Trotzdem wieder die Meinung, sie muss mal wieder entgleisen hier. Okay, und hier ist Bridge Time, oder? Ja. Okay, dann können wir mal die neue Brücke ausprobieren. Was haben wir denn? Was Fireproof Red? Hier, GW. Oh, mein Fireproof Red. Oh, what the fuck. Was siehst du aus? Okay. Bis. Wie weit kann ich dich ziehen? Bis hierhin. Möchte ich dich ein bisschen höher haben. So, mal eine Steigung von. Wir gehen ja schon 2% nach oben. 2,5 vielleicht. Spannend. Das reicht aber nicht. 2,5. 3%. 5, 4%. Hier will ich die auf alle Fälle nicht. Wir bauen das mal. Lass mal ganz kurz auf die Minimap gucken, wo ich bin. War da gerade total ein Blödsinn zusammen, sehe ich gerade. Aber jetzt müssen wir die Blicke mal hier mal geben. Okay. Ja, aussehen tut es ja schon nicht schlecht. Aber nachdem ich hier ein bisschen an Quatsch baue, kann ich das gerade alles wieder abreißen. Ich habe mich nämlich ein bisschen verfahren. Hier nämlich eine kleine Kurve machen. Ich würde sagen, die machen wir noch, bevor hier das erste Ding hier anfängt. Dödede. Fälle, tun wir das jetzt mal wieder resetten auf. Da will ich hier rauf. Dann rauf. Aber ich hätte jetzt hier keine Kurve. Ja. 50. Und wir müssen nach oben. 2. Sind wir hier? Nein, wir müssen es hier machen. 5, 2. Dann ist man hier mit 1,5. Das ist definitiv zu niedrig. Nö, wir sind hier zu niedrig. Wir gehen da schon ein bisschen nach hoch. Das war ein Fehler, dass wir da so nach unten gegangen sind. Gar nicht mehr so doof aus. Ich würde sagen 2. So wieder. Cool. Und dann fahrt weiter. Das mal mit 2, weil ich glaube, der Boden geht auch hier mit 2 nach oben.
noch? Ja. Okay, Minimap, wo bin ich? Und gemäß Karte geht's dann hier nach oben. Ich geh einfach hier mal weiter zu schauen. Er ist auf alle Fälle am Steigen. Vorne haben wir einen riesen Hügel. Hindernis. Da glaube ich, machen wir da eine Kurve. Jetzt weiß ich, wo wir ungefähr sind. Gut, wir düsen zurück. Hier brauchen wir mal so eine Steinbrücke. Ich würde sagen. Ja, ziehen wir das. Ja, schade, dass wir Mini-Zweig nicht mehr haben. Das war irgendwie nur schön, um hier Karten zu teilen. Die Strecken jetzt da anderen so ein bisschen anzugucken. So, wir machen hier den hier. Ah, was hätten wir dann? Tschüss. So, bis... Ja. Steigen wir mal auf. Da ist der Hügel. So, ich würde sagen, ungefähr so. Warte mal, das Konstruktionsgitter, wenn ich das auf 100 einstecke, geht dann das mit dem Radius auch besser. Okay, cool. Schon wieder eine Steigung, weil sie wieder nach unten geht. Ah, nicht Steigung, ich brauche wieder die Steinbrücke. Da fahren wir ein bisschen gerade hier. Hier so eine Kurve an dem Bergflanke, so ein bisschen nach oben kommen. Ein bisschen Exploring machen. Hier oben, wo sind wir da gemäß Mini-Map? Schauen wir mal. Jetzt sind wir hier. Das ist eine blöde Frage, was ist, wenn wir eigentlich hier Berg da so drauf fahren? Jetzt ist es falsch. Der bestimmt einfach mal so gar nicht. Also von den Höheneinheiten her. Jetzt gerade mal die Stelle. Er sagt, dass das die gleiche Höhe wäre als wie der Holzfäller, was aber so gar nicht stimmt. Ich will eigentlich hier auf die Höhe. Mal hier. Hier drin. Hier beim Holzfäller so rauf. Ja, die Ebene. Ja, das wird sich auch hier so ausgehen. Da zur rechten ist jetzt irgendwo der Holzfäller. Ja, ich sehe ihn schon da hinten. Okay. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen exploring. Gehen wir den gleichen Weg hier gerade wieder zurück.
folgender Ebene hier. Hier eine Kurve. Bleiben hier unten. Das Blumenfeld hier, das merke ich mal so ein bisschen als Waypoint. Eigentlich hätte man von hier unten, weil wir sind ja hier schon lang gedeutet, wir könnten... Was ist das hier? Achso, das ist meine Schiene. Ah, mein Gleis. Wir könnten da eigentlich von hier unten fahren. Wir könnten... Ich glaube, das ist der Weg vom Entwickler hier oben, kann das sein? Ich bin schon mal vorbeigefahren. Und da ist unser Gleis. Cool. Ja. Also dann fahren wir hier erstmal weiter gerade. Können hier nach unten fahren. Was ist dein Snappoint? Snappoint war hier die Kurve, ne? Hier sagt Gefälle minus 2. Jetzt sieht das dann halbwegs aus. Machen. Hier. Mal 4. Komm, Platz hier. Und hier werden wir dann wieder gerade. Oh, aber hier schon wieder zu tief. Ah, nö. Ich hätte früher aufhören müssen. Das ist echt jedes Mal so eine Fummelarbeit, wenn man das hier sauber haben möchte. Also, was haben wir gesagt? Hier 4 und. Oder passt's? Ich glaube, da machen wir eine kleine Steig. Das passt jetzt schon wieder nicht, ne? Es sah so vielversprechend aus von da hinten. Okay, also das ist jetzt hier. Ich würde sagen, bei dem Baum da kurz bei den Blumen, also hier so. Wenn man dann gerade, das kann ich mir jetzt irgendwo merken. So, das war jetzt der Baum da. Dann hier gerade weiterfahren. Jetzt Snap. Warum snapst du? Ah, da war es jetzt gerade. Snapst du jetzt nicht? Bitte, danke. Snap jetzt mal. Vielleicht Zirkelmodus rausnehmen. Da wieder. Na komm. Ja, komm, snap, snap. Spiel. Oder ich muss hier Konstruktionsding ein bisschen nach unten nehmen. Oh, endlich. Cool. Wir machen das wieder an. Bitte nicht nach unten, sondern gleich bleiben, beziehungsweise nach oben. Und ich hänge fest.
Angriff. Sollte man. Vor 5 Meter nach oben. Ah, ist schon arg weit unten hier, ne? Da müssen wir dann jetzt die. Ja, ab hier, schauen wir mal, wie das so ist. Fahren wir voll durch das Blumenfeld hier durch. Will ich das wirklich so lassen? Nee, ich will es nicht so lassen. Wenn dann gerade schon gescheit. Aber ab hier. Na, ich muss vorher schon anfangen. Und dann mache ich es hier gerade mit der Steinmauer. So, da. Jetzt bei dir einfach nur mit 0 weiterfahren würde. Wie sieht es dann hinten aus, wenn hier die Bergflanke hört? Heißt, das wäre dann hier, wo wir die Kurve machen müssten und wir wären da viel zu hoch. Hier einfach mal ein bisschen so nach unten gehen. Ja, wir möchten jetzt dann hier die Kurve machen. Fahr jetzt mal bis hier hin. Das ist mal okay. Und hier die Kurve mit 100. Warte mal, die Konstruktionsgitter auf 100 Grad wieder machen. Passt es jetzt wieder nicht. 1,5. Ja, so werden wir wieder auf dem Bodenlevel, ne? Minus 1. Bringen wir da hinten hin. Eine engere Kurve machen. Ich glaube schon, ja. Jo, ich will eine engere Kurve haben. Das ist zu groß. Ausrichten. Jetzt, ach so, ja, weil ich natürlich. Richtung 90. Ist das zu heftig? Das ist jetzt aber dezent eine heftige Kurve. Und hier. Ah, das ist viel zu groß. Wir sind hier. Ich muss hier irgendwie rein. Ich könnte natürlich mit der Kurve hier wesentlich früher anfangen. Vielleicht schon beim Blumenfeld hier. Jetzt wird er mir hier wieder alles löschen, gell? Ja. Liebe Leute, wisst was? Nachdem ich jetzt hier mit der Kurve so lang am Rumwurscheln bin, gibt's mal kurz einen Cut, bis ich hier mit der Kurve fertig bin. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Ich habe viel zu lange gebraucht mit Strecke. Zeige ich euch mal. Es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber ich denke, das passt erstmal. Los geht's. Moment, das ist jetzt einfach mal so auf der Seite nach rausgeknallt. Schade. Aber ja, ganz zufrieden bin ich mit dem, wie es jetzt ist, noch nicht. Vor allem ist mir das ein bisschen zu viel Stein noch, aber fürs Erste passt es erstmal. Oh komm, magst du den Geschmack ist. Es ist schon schön, dass man jetzt hier wirklich viel saubere Kurven machen kann. Als wie mit den alten Systemen noch. Das ist echt nice. Ja,
eigentlich, ne? Bis den ganzen Schwenker hier nach links. Jetzt mal ein bisschen schwankend, wir hätten auch hier sogar Rad fahren können und dann die Kurve rein. Aber ja, es ist so wie es ist. Als erstes Mal wird es schon tun. Das soll man vielleicht. Soll man das, ich glaube, experimentell werde ich das mal mit einem Holztrestage wieder mal austauschen. Schauen, wie das optisch aussieht. So, die Kurven kennt ihr noch. So, und jetzt ist jetzt hier alles mit Stein her. Wir gehen hier. Also, hier hätte vielleicht noch ein bisschen abflachen können. Aber davon geht es dann halt gerade wieder nach oben. Und hier diese Kurve da, die ist halt enger werdet. Hier, glaube ich, ist dann der gleiche Radius. Und da, glaube ich, wird sie dann ein ganz klein wenig enger und geht da so durch. Ah, wir hätten hier den größeren Bogen machen können, also ich glaube, ich baue das nochmal neu. Und dann hier mit einer recht engen Kurve dann hier noch durch. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Da habe ich die Bäume vergessen. Ah, da war ich doch jetzt fast im Gleis. Okay, tun wir die gerade mal schnell weg und dann zeige ich euch, wo wir hier rauskommen. Dödele. Du kommst auch noch weg. Wir kommen jetzt hier in der Kurve raus und da ist unser Holzfäller. Also wir machen hier noch eine Kurve und dann müssen wir da hier hinten irgendwie Kopfgleis machen, dass wir hier reinrangieren können. Also hier so rauf, hier hinten rüber, Kurve und dann kann man hier reinrangieren und da muss man was überlegen, was wir hier als Endstop machen. Hat sich hier eigentlich irgendwas verändert? Nee, ne? Waren die immer schon so? Ich habe das einfach viel zu lange nicht mehr gespielt. Aber ich meine, das sieht ganz leicht anders aus, oder? Also, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Holz einfach. Und hier dann wieder rein. Okay, ich würde aber sagen, hier die zwei Gleise da, da kann man ja dann hier mit dem Grid arbeiten. So. Kann man das dann irgendwie dann schön hier machen. Und da kann man jetzt endlich schön parallel fahren. Das ist Hammer. Okay. Ja. Ich würde sagen, ich baue das mal für mich. Hier die zwei Gleise, beziehungsweise wir brauchen am Anfang... Ja gut, wir brauchen eh dann auch das Scheitholz. Sorry, hab da mal ganz kurz einen Cut machen müssen. Flugzeug ist mal wieder da gewesen. Ja, es ist super mit den Flugzeugen. Ich ziehe jetzt hier mal die zwei Gleise für mich, weil ich glaube, das ist sonst langweilig. Und mache den Anschluss hier mit der Hauptstrecke da hinten. Und zeige ich dann, wenn es fertig ist. Also es ist keine große Sache. Und dann mal gucken. Also, bis gleich. So, da la. Knappe Dreiviertelstunde später. Und ich bin erstmal fertig. Alle beiden Plattformen haben jetzt Gleise. Und auch der Anschluss ist hier gewährleistet. Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist irgendwie so Prellböcke zu machen. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich die mache mit dem neuen System. Aber jedenfalls, die Hauptstrecke macht hier eine große Kurve da hinten. Hier sind wir zweigleisig unterwegs. Einfach damit wir hier eine Abstellung haben und natürlich das eine Hauptgleis. Da hinten eingleisig kommt quasi die Hauptstrecke hier rauf. Und das Ganze verbindet sich da vorne. Bevor wir das anschauen, gehen wir schnell hier auf die andere Seite, weil da muss ich hier nicht doppelt rennen. Das gleiche Spiel habe ich hier gemacht. Wir haben hier ein Abstellgleis für später dann. Und hier hinten habe ich eine Ausweiche gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse, ob ich die Weiche nicht sogar andersrum mache. Das erstmal so platziert, einfach mal zu gucken, wie es dann ist. Und auch hier werden dann hier die Endstücke gebraucht.
eventuell mache ich es hier eigentlich als Kurve, dass wir hier darüber fahren können. Weil die Plattformen brauchen wir ja sowieso nicht. Also, dass wir dann gerade schon gleich mit der Kurve rüberfahren. Denn ihr sitzt da vielleicht in der Ferne, da ist die Steinmauer. Das da hinten, wo die Hauptstrecke reinkommt, ist eine gigantische Kurve. Mit unterschiedlichen Radien im Moment. Aber es funktioniert erstmal. Und ich glaube, mit dem werden wir arbeiten, bevor ich dann hier mit dem Schwimmbau anfange. Warte, bitte. Es ist nicht final hier, aber es ist funktional. Sagen wir es mal so. Also, hier kommen die zwei Gleise zusammen. Machen dann hier eine recht enge Kurve. Ja. Das gleiche auch hier da. Sind noch parallel. Kommen dann hier zusammen mit den zwei Switches. Das ist die Hauptstrecke, was hier da ist. Und ja, hier sind wir eine brutal enge Kurve. Ich glaube, ich werde das alles noch mal ein bisschen weiter rausziehen. Machen. Und die Idee ist, dass wir dann hier hinten ein großes Ausziehgleis haben. Und wenn ich die Kurve ein bisschen besser hinkriege, dass man vielleicht hier ein paar Abstellungen macht. Und natürlich ein kleines Lokdepot. Irgendwie hier, weil ich habe ja da mega viel Platz hier. Also mal schaut. Man kann dann hier den geschlossenen Kreis machen nach unten. Geschlossener Kreis nach unten und dann eine Kreuzung von der Hauptstrecke. Das könnte man eigentlich machen. Für zukünftige Bauarbeiten. Aber ja, hier irgendwo dann so die Depusi machen, dann sollen die Gleise nach vorne rausgehen. Und eigentlich hätte ich da vorne anstatt dieser Megakurve ein kleines Stück gerade mit ein paar Weichen drin. Aber es funktioniert erstmal. Wir können jetzt hier hinfahren und beladen und das wäre dann halt was für die Zukunft. Ich würde sagen, das Bauen grundsätzlich geht schon besser, aber es braucht halt nach wie vor Zeit. Ist quasi eine Sache. Und was ich mir halt gerne wünschen würde, ich habe es noch nicht rausgekriegt, wie ich das mache. Dass wenn ich hier anfange mit dem Gleis, dass ich hier die Höhe ändern kann. Es ist halt immer in dieser Standardhöhe. Also, ich habe es nicht hinkriegt, das irgendwie runterzukriegen. Ja, das erstmal zu Railroads Online. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare. Soll man weitermachen oder soll man nicht weitermachen? Warten, bis hier neuer Content kommt. Weil im Prinzip, es ist ja gleich wie vorher. Nur, dass wir halt ja, jetzt wesentlich schöner bauen können. Also. Bis denn dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.